herzlich willkommen. Angenehmen Abend. Das ist die nächste Debatte, Frog. Es ist der 24. Mai 2011. Sturm feiert den Meistertitel. Und Franco Foda analysiert gewohnt rational die Leistung seiner Mannschaft, als plötzlich Ungemach droht. Tirol ist aus dem Nichts zum Ausgleich gekommen, aber warte mal. Oh! Ich schicke einfach die Kamera noch. Wenn Sturm Meister wird, ja dann darf die Mannschaft ihm eine Glatze schneiden. Soweit die Ansage von Franco Foda. Die Umsetzung dann gar nicht so einfach. Es dauert ziemlich lang, bis Franco Foda die Haare so richtig schön hat. Bitte wie? Groß auf seinem Kopf? Ja? Ja? So, und jetzt ist er noch einmal hier, Franco Foda. Hat's wehgetan? Nein, überhaupt nicht, aber... Es schaut furchtbar aus. Ja. Da waren einige Amateure am Werk. Sturm besteht doch nur aus Profis.